Salemoschen Schloss, Franz, der alte Mohr. Aber ist euch auch wohl, Vater? Ihr seht so blass. Ganz wohl, mein Sohn. Was hattest du mir zu sagen? Die Post ist angekommen, ein Brief von unserem Korrespondenten in Leipzig. Nachrichten von meinem Sohn Karl! So ist es, doch ich fürchte, ich weiß nicht, ob ich eurer Gesundheit, ist euch auch wirklich ganz wohl, mein Vater. Wie ein Fisch im Wasser, von meinem Sohn, schreibt er. Wie kommst du zu dieser Besorgnis? Du hast mich zweimal gefragt. Wenn ihr krank seid. Nur die leiseste Ahnung habt, es zu werden, so lasst mich. Ja, ich will zur gelegeneren Zeit zu euch reden. Diese Zeitung ist nicht für den zerbrechlichen Körper. Gott, was werde ich hören? Lasst mich vorerst auf die Seite gehen und eine Träne des Mitleids vergießen um meinen verlorenen Bruder. Ich sollte schweigen auf ewig. Denn er ist euer Sohn. Ich sollte seine Schande verhüllen auf ewig. Denn er ist mein Bruder. Aber euch gehorchen ist meine erste und traurige Pflicht. Darum vergebt mir. Oh Karl, wüsstest du, wie deine Aufführung des Vaterherz foltert, wie eine einzige frohe Nachricht von dir meine Leben 10 Jahre zusetzen würde, mich zum Jüngling machen würde, da mich nun jede, einen Schritt näher ans Grab rückt. Ist es das, alter Mann, so lebt wohl. Wir alle würden noch heute die Haare ausraufen über eurem Sarge. Bleib! Es ist noch um den kleinen, kurzen Schritt zu tun. Lass ihm seinen Willen. Ihr kennt unseren Korrespondenten? Seht, den Finger meiner rechten Hand wollte ich drum geben, dürfte ich sagen, er ist ein Lügner. Ein schwarzer, giftiger Lügner. Fasst euch. Ihr vergebt mir, wenn ich euch den Brief nicht selbst lesen lasse. Noch dürft ihr nicht alles hören. Alles, mein Sohn! Leipzig vom 1. Mai. Verbände mich nicht eine unverbrüchliche Zusage, die auch nicht das Geringste zu verhehlen, was ich von den Schicksalen deines Bruders auffangen kann, liebster Freund. Nimmermehr würde meine unschuldige Feder an dir zu Tyrannen geworden sein. Ich kann aus 100 Briefen von dir abnehmen, wie Nachrichten dieser Art dein brüderliches Herz durchbohren müssen. Mir ist's, als sähe ich dich schon um den Nichtswürdigen, den Abscheulichen. Seht, Vater, ich lese euch nur das Glimpflichste. Den Abscheulichen. In 1000 Tränen ergossen. Ach, sie flossen, stürzten stromweiß von dieser mitleidigen Wange. Mir ist's, als sähe ich schon meinen alten, frommen Vater totengleich. Jesus Maria, ihr seid's eh noch das Mindeste wisset. Weiter! Totengleich in seinen Stuhl zurücktaumeln und dem Tage fluchen, an dem ihm zum ersten Mal Vater entgegengestammelt ward. Dein Bruder scheint nun das Maß seiner Schande erfüllt zu haben. Gestern um Mitternacht hat er den großen Entschluss nach 40.000 Dukaten Schulden. Ein hübsches Taschengeld, Vater. Nachdem er zuvor die Tochter des reichen Bankiers, einen Jungfer und ihren Galan, einen braven Jungen von Stand, im Duell auf den Tod verwundet, mit 7 anderen, die er mit in sein Luderleben gezogen, dem Arm der Justiz zu entlaufen. Vater, um Gottes Willen, Vater, die hört euch! Es ist genug. Lass ab, mein Sohn. Ich schone eurer. Man hat ihm Steckbriefe nachgeschickt. Die Beleidigten schreien laut um Genugtuung. Ein Kreis ist auf seinen Kopf gesetzt. Der Name Mohr! Nein! Meine armen Lippen sollen nimmermehr einen Vater ermorden. Glaubt es nicht, Vater! Glaubt ihm keine Silbe! Mein Name! Mein ehrlicher Name! Schändlicher dreimal, schändlicher Karl! Ahnet es mir nicht, da er noch ein Knabe den Mädels so nachschlenderte. Mit Gassenjungen und elendem Gesindel auf Wiesen und Wegen sich herumhetzte. Den Anblick der Kirche, wie ein Missetäter das Gefängnis floh. Und die Pfennige, die euch abquälte. Dem besten Bettler in den Hut warf. Während das wir daheim mit frommen Gebeten und heiligen Predigtbüchern uns erbauten. 100-mal hab ich es euch geweissagt. Der Junge wird uns alle noch in Elend und Schande stürzen. Oh, dass er Mohrs Name nicht trüge. Oh, dass mein Herz nicht so warm für ihn schlüge. Der feurige Geist,
der in dem Buben lodert. Sagtet ihr immer. Der ihn für jeden Reiz von Größe und Schönheit so empfindlich macht. Diese Offenheit, die seine Seele auf dem Auge spiegelt. Diese Weichheit des Gefühls, die ihn bei jedem Leiden in weinende Sympathie dahinschmelzt. Dieser männliche Mut, der ihn auf den Wipfel hundertjähriger Eichen treibt und über Gräben und Palisaden und reißende Flüsse jagt. Dieser kindliche Ehrgeiz, dieser unüberwindliche Starrsinn und alle diese schönen, glänzenden Tugenden, die im Vatersöhnchen keimten, werden ihn dereinst zu einem warmen Freund eines Freundes, zu einem trefflichen Bürger, zu einem Helden, zu einem großen, großen Manne machen. Wie seht ihr es nun, Vater? Der Folgegeist hat sich entwickelt, ausgebreitet, herrliche Früchte hat er getragen. Seht diese Offenheit, wie hübsch sie sich zur Frechheit herumgedreht hat. Seht diese Weichheit, wie zärtlich sie für Koketten girrt. Vielleicht, Vater, erlebt ihr noch die Freude, ihn an der Fronte eines Heeres zu erblicken, das in der heiligen Stille der Wälder residiert und dem müden Wanderer seine Reise um die Hälfte der Bürde erleichtert. Vielleicht, Vater, erlebt ihr noch die Freude, ihn an der Fronte eines Heeres zu erblicken, das in der heiligen Stille der Wälder residiert und dem müden Wanderer seine Reise um die Hälfte der Bürde erleichtert. O Vater, 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 seht euch nach einem anderen Namen um. Sonst deuten Krämer und Gassenjungen mit Fingern auf euch, die euren Herrn Sohn auf dem Leipziger Marktplatz im Porträt gesehen haben. Und auch du, mein Franz, auch du und meine Kinder, wie sie nach meinem Herzen zielen. Ja, ihr seht, ich kann auch witzig sein, aber mein Witz ist Skorpionstich. Und dann der trockene Alltagsmensch. Der kalte, hölzerne Franz. Und wie die Titelchen alle heißen mögen, die euch der Kontrast zwischen ihm und mir mocht eingegeben haben. Wenn er euch auf dem Schoße saß oder in die Backen zwickte. Der wird einmal zwischen seinen Grenzsteinen sterben und modern und vergessen werden, wenn der Ruhm dieses Universalkopfes von einem Pole zum anderen treibt. Ha! Mit gefallenen Händen dankt ihr, oh Himmel, der kalte, trockene, hölzerne Franz, dass er nicht ist wie dieser. Vergib mir, mein Sohn. Zürne nicht auf einen Vater, der sich in seinen Planen betrogen findet. Nun sagt mir einmal, wenn ihr diesen Sohn nicht den euren nennen müsstet, ihr wärt ein glücklicher Mann? Ihr habt Kummer, solange ihr diesen Sohn habt. Dieser Kummer wird wachsen mit Kahlen. Dieser Kummer wird euer Leben untergraben. Nun also, wenn ihr dieses Sohnes euch entäußertet? Du willst, ich soll meinen Sohn verfluchen? Was heißt ihr euren Sohn? Dem ihr das Leben gegeben habt, wenn er sich auch alle ersinnliche Mühe gibt, das eurige zu verkürzen? Heißt ihr das euren Sohn? Antwortet! Heißt ihr das einen Sohn? Ein unzärtliches Kind, ach, aber mein Kind doch! Mein Kind doch! Oh, dass ihr es begreifen lerntet, dass euch die Schuppen fielen vom Auge! Wie viele Tausende, die voll sich gesoffen haben vom Becher der Wollust, sind durch Leiden gebessert worden! Nun, Vater! Ich will ihn schreiben, dass ich meine Hand von ihm wende. Da tut ihr recht und klug daran. Dass er immer vor meine Augen komme. Das wird eine heilsame Wirkung tun. Bist du anders worden? Ja, schon recht, schon recht. Halt, noch ein Wort, Vater. Eure Entrüstung, fürchte ich, möchte euch zu harte Worte in die Feder werfen, die ihm das Herz zerspalten würden. Und dann... Ja. Glaubt ihr nicht, dass er das schon für Verzeihung nehmen werde, wenn er ihn auch eines eigenhändigen Schreibens wert haltet? Drum wird es besser sein, überlass das Schreiben mir. Tu das, mein Sohn! Ach, es hätte mir doch das Herz gebrochen! Schreib ihn! Dabei bleibst also! Schreib ihn, dass ich 1000 blutige Tränen, 1000 schlaflose Nächte, aber bring meinen Sohn nicht zur Verzweiflung! Wollt ihr euch nicht zu Bette legen, Vater, es griff euch hart an! Schreib ihn, dass die väterliche Brust, ich sage dir, bring meinen Sohn nicht zur Verzweiflung! Der alte Moor geht traurig ab!
Tröste dich, Alter. Du wirst ihn nimmer an diese Brust drücken. Der Weg dazu ist ihm verrammelt, wie der Himmel der Hölle. Er war aus deinen Armen gerissen, ehe du wusstest, dass du es wollen könntest. Da müsste ich ein erbärmlicher Stümper sein, wenn ich es einmal so weit gebracht hätte, den Sohn vom Herz seines Vaters loszulösen und wenn er mit ehernen Banden daran geklammert wäre. Glück zu, Franz. Weg ist das Schoßkind. Der Wald ist heller. Und Gram wird auch den alten Wald fortschaffen. Und ihr muss ich diesen Karl aus dem Herzen reißen, wenn auch ihr halbes Leben dran hängen bleiben sollte. Ich habe große Rechte, über die Natur ungehalten zu sein. Und bei meiner Ehre, ich will sie geltend machen. Warum bin ich nicht der Erste aus Mutterleib gekrochen? Warum nicht der Einzige? Warum musste sie mir die... Warum bin ich nicht der Erste aus Mutterleib gekrochen? Warum nicht der Einzige? Warum bin ich nicht der Erste aus Mutterleib gekrochen? Warum bin ich nicht der Erste aus Mutterleib gekrochen? Warum bin ich nicht der Einzige? Warum ist es die Bürgerfestigkeitsauflage? Alle mir! Warum ist es als ob sie bei meiner Geburt einen Rest gesetzt hätten? Lappen in der Nase, das ist Mohnmaul! Mord und Tod werden die Vollmacht gegeben, gegen dieses zu verleihen und mir vorzuenthalten. Könnte jemand darum hofieren, er erstund, oder sie beleidigen, er selbst wurde? Warum gingen sie so parteilich zu Werke? Nein, nein. Was? Ich tue ihr Unrecht. Ja. Ja, gab sie uns doch Erfindungsgeist mit. Setzte uns nackt und armselig ans Ufer dieses großen Ozeans Welt. Schwimme, wer schwimmen kann, und wer zu plump ist, gehe unter. Sie gab mir nichts mit.